Damit herzlich willkommen am vierten Tag. Ich zähle schon gar nicht mehr mit. Stimmt, ich habe drei Videos gemacht, dementsprechend vierter Tag. Bin jetzt wieder up to date. Wir gestern zweimal innerhalb einer Stunde was hochgeladen. Das, ja. Ja, jetzt, wie gesagt, wieder aktuell von dem, was wir heute gemacht haben. Wir sind schon einmal oben gewesen eben, sind gleich da runtergefahren, weil die Talabfahrt hat sowieso nicht mehr so viel Schnee. Besagte Abrissstellen aus dem ersten Video, ne? Wurde gefragt, was Abrissstellen jetzt eigentlich bedeutet. Ja, bedeutet, dass da weniger Schnee liegt, als eigentlich hingehört. Sprich, also du siehst schon braun, grün, Stein, also Gras, was auf die Piste nicht hingehört. Das, ja, das ist dann nicht so gut für die Bretter, sagen wir mal so. Oder für das Brett, je nachdem, was man fährt. Und, ein kleines Extra, wir haben eine Tasche. Eine rätselhafte Tasche hier. Und ein rätselhaftes Band. Lasst euch überraschen, was die beiden Sachen können. Das war die erste Talabfahrt, die wir auch auf Kamera festgehalten haben hier. Ich hoffe, es ist nicht allzu schief, falls nämlich die Kamera, die neigt dazu, sich mal gerne zu drehen oder halt ein bisschen schief zu sein. Ja, allgemeine Hinweise dazu, nehmt einfach den Kopf ein bisschen zur Seite. Ja, es passt. Dann schon. Und übrigens, das Gewackel war nicht ich, das war gerade die Rundebahn, die die Station verlassen hat. Ja, also, so ist dann schon was anderes. Das ist doch schön, oder nicht? So muss es sein. So nie anders. Das ist Skiwetter.
so wie die restlichen 3 Tage bisher. So, das waren jetzt, denke ich, ein paar Abfahrten gezeigt für euch, für diejenigen, die es unbedingt sehen wollten, dass wir hier auch wirklich Snowboard fahren und nicht nur Gondel hoch und runter. Heute ist gutes Wetter, muss man so sagen, wie es ist. Ich hoffe, die Aufnahmen sind nicht ganz so schief geworden. Ich habe auf jeden Fall die kompletten Aufnahmen, ich habe jetzt hier nur Teilstücke drin, ne? Sprich, eine Abfahrt dauert auch mal länger als nur ein paar Sekunden, ne? Oder eine Minute. Jo. Würde ich sagen, sehen wir uns morgen dann nochmal aus einer anderen Perspektive. Ja, entweder oder auch nochmal aus der gleichen. Schauen wir mal. Bis dann und tschüss.